Sie und Grein müssen so bald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Dönitz. Teilen Sie ihm mit, er soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Mein Führer, Ritter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Tod zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen Treuebeweis. Aber Himmler muss sterben. Er hat Verrat geübt. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzuweihen. Mein Führer? Ja, glauben Sie denn, ich schaue tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen? Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Er wähnt sich bereits als Sieger, aber sie werden sehen, Greim. Es wird ein böses Erwachen geben. Dönitz, mobilisiert im Norden, Kesselring im Süden. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Zugleich falle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim, in Kürze tausend der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Man muss knien vor ihm, Genie, mein Führer. Und vor dem Altar des Vaterlandes.